Hotel. Aha. Apartment 1F. Ist abgeschlossen. Apartment 1G. Ist abgeschlossen. Dann wohl weiter nach oben. Auf dem Dach. Toll. Erstmal Teppich mitnehmen. Einen schönen dicken Teppich. Das Waschmittel riecht wie zu Hause. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganze Situation begreife. Es verwirrt mich mehr als alles andere. Ah, super schicke Hose. Wer auch immer hier wohnt, hat einen exzellenten Geschmack. Ja. Travel in time. Ah ja. Polyester, unzerstörbar. Okay, was haben wir hier? Loch im Dach. Ah, so kommen wir zumindest in das eine Apartment. Kein wirklich schöner Ausblick, nur noch mehr Apartmenthäuser. Es ist schon ein Wunder, dass hier überhaupt Licht reinkommt. Was wohl bedeutet, wir werden hier gleich nochmal Time-Traveling machen, wa? So, nun ja, das sieht nach einer schlampigen Renovierung aus. Ah, hallo Maxcraft, ich hoffe, es geht dir gut. Fuck, die Klinke fehlt. Es ist lange her, dass diese Lampe Licht im Leben eines Menschen Leben eines Menschen gebracht hat. Der Schlüssel ist wohl im Schloss abgebrochen. Na dann, travel in time. Oh. Das ist aber ganz schön dunkel. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Ach was. Dann mach doch mal die Rollo auf. Na hallo. Tapetenkleister mitnehmen. Wer auch immer die Wände renoviert hat, der hatte es bestimmt eilig, die Wohnung zu verlassen. Und zwar gerade eben erst. Der Kleister ist noch feucht. Aha. Hier sieht man die Tür noch. Da ist irgendwas drin. Ein Schlüssel. Da hat irgendjemand einen Schlüssel in den Lampenschirm versteckt. Ich frage mich, für welches Schloss der Schlüssel ist. Naja, vielleicht direkt für das hier? Das passt. Ja gut, jetzt sind wir aber da. Und das ist abgeschlossen. Hier ist noch mehr giftiges Efeu. Die ganze Tür ist mit Efeu zugewachsen. Ich muss das Zeug irgendwie entfernen. Mit dem Gummiknüppel. Mit dem Knüppel totschlagen, schau dir dieses Monster an. Im Moment könnte es wahrscheinlich schneller zu Tode schreien. Das hätte vielleicht geklappt. Ach, du könntest es schneller zu Tode schreien. Ach du geile Scheiße. Gute Nacht, Haupt. Keine Reaktion auf die Türklinke. Hier ist auch keine Leiter mehr. Okay. Interessant. So, wir müssen also jetzt irgendwie in das andere Haus kommen. Wir können hier eigentlich nicht viel machen in diesem Bereich hier. Wenn wir den switchen, können wir wieder runter. Was können wir mit Tapetenkleister und einem Teppich und einem Knüppel machen? Kann man Sachen hier eigentlich auch zusammenfügen? Nein. Ich habe keine Zeit für Streiche, ich verstehe. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwas machen, oder? Ich denke, es wird schon irgendwas mit dem Weg da oben zu tun haben.
Oder warte nochmal. Okay, nee, ich denke, das wird schon richtig sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass auf dem Dach nochmal irgendwas ist. Aber warte mal. Vielleicht hat das einen Grund, warum diese Hose da ist. Polyester unzerstörbar. Vielleicht können wir mit Tablettenkleister die Hose so hart machen, dass wir die. Mit der wir dann das Efeu kaputt machen können. Ja, wir wollen die Klamotten nicht ruinieren. Warum eigentlich nicht? Der Regen wird das einfach wieder wegspülen. Okay, macht Sinn. Was sagt er denn mit dem Teppichmann? Ich versuche das Efeu loszuwerden, aber ich werde es nicht warm halten. Okay. Es könnte Wochen dauern, bis etwas passiert. Ich bin bestimmt schneller verhungert als die Pflanze. Ich muss das im Keim ersticken. Ich finde die Sprüche, wenn du was Falsches miteinander kombinierst, im Übrigen unendlich witzig. Es ist so geil. Das ist unendlich geil. Ich finde im Übrigen auch ein bisschen, wenn man so ein bisschen miträtseln möchte, ist das okay. Also wenn man wirklich davon absieht, dass keiner bewusst irgendwas verrät. Ja, weil sonst lesen wir ja auch nichts im Chat. Ja, wir müssen irgendeinen Kompromiss finden, dass man auch bei solchen Spielen miträtseln kann. Aber halt in einem kleinen Maße, ohne dass halt natürlich direkt die Lösung dasteht. Müssen wir versuchen, einen Mittelweg zu finden, wenn wir sowas öfter machen wollen. Weil es kann ja, sonst ist ja lange Zeit im Chat gar nichts los. Und so weiter. Irgendwie müssen wir uns ja auch über das Spiel unterhalten. So. Wir machen das schon, Leute. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das Efeu hier wegkriegen. Wenn überhaupt. Es kann ja auch sein, dass es trotzdem irgendwie durchs Apartment geht. Weil wir könnten ja theoretisch auch durch diese Tür, aber da war die Klinke weg. Ich nehme an, dass wir es nicht mit dem Knüppel aufschlagen können. Ich würde mich eher selber verletzen. Ich denke auch nicht, dass wir den Tabitengleister da reinstellen, weil was soll das auch für einen Sinn machen? Aber oben ist halt nichts anderes sonst. Ja, wenn du mal kurz weg bist, ab jetzt hast du auch hoffentlich meine Ansage gerade gehört. Wohl nicht. I've got balls of steel. Herr Ösiflo, 15 Monate, 65 Wochen, 456 Tage, 19.957 Stunden und... Und 10.957,5 Stunden. Danke für die lange Zeit wohl. Geilste Zeit ever. Alle Grüße aus dem Ösi-Reich. Dankeschön. Dankeschön, Ösi-Flo, für den 15. Sub in Folge schon. Dankeschön. Haben wir vielleicht irgendwas übersehen? Am Motorrad wohl kaum, oder? Genau, er will auf der Straße leben. Vielleicht beim beim Auto? Nee. Hallo Ulti. Ich glaube bei den 10.000 irgendwas meintest du vielleicht die Minute. Wie gesagt, also ein bisschen miträtseln ist okay. Wie gesagt, solange hier nicht direkt steht, tu das. Wo man sofort sieht, okay, das ist die Rätselslösung. Ist sowas ja okay.
Ja, wir wollen ja auch als Community zusammenspielen. So ist es ja nicht. So, wir kleistern erstmal hier alles zu. Achso, der Regen wird den Kleister wieder abwaschen, stimmt. Okay. Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, auch was ich klicken kann, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dieses giftige Efeu hier kaputt machen muss, damit es in der alten Welt gar nicht erst da ist. Wie könnte man das kombinieren? Kann ich jetzt einfach mit dem Knüppel das kaputt machen vielleicht? Es würde einfach wieder zurückkommen. Ich muss den Boden vergiften. Ja, mit Tapetenkleister. Ich sag doch, ich will das Efeu wegmachen. Das war im Übrigen ein Achievement. Und zwar Extreme Gardening. Weshalb, was also, wir haben nichts verpasst bisher. Das ist schon mal gut. Das nächste Achievement heißt, damit wir nichts verpassen, bei einem Adventure kann man ja Sachen verpassen, deswegen sage ich das schon mal voraus. Merken wir uns einfach mal. Couch Potato. Das nächste Achievement heißt Couch Potato. Chill for a moment. Okay. So. Jetzt dürfte das Efeu ja kaputt sein. Das heißt, wenn wir wieder die Zeit wechseln, ist hier kein Efeu mehr. Ja, soweit. Oh Mann, die Klinke ist abgebrochen. Wie kann sich so ein Mist so lange am Markt halten? Ja, das ist ja kein Problem. Dann tauschen wir die halt einfach aus. So, die passt perfekt. Und damit sind wir in einem neuen Raum. Die Tür öffnet sich nach innen und eröffnet den Blick auf einen Haufen Müll. Kein Strom, ich habe eh keine Ahnung, was ich schauen würde, selbst wenn hier Strom wäre. Also hier ist nur selbstverständlich, muss ich hier wieder die Zeit wechseln. Das Fenster wird von einem Ast blockiert. So, das sieht doch hier schon deutlich hübscher aus. Da hinten ist noch eine Gasse, in die ich schlüpfen könnte und sie ist nicht so weit unten. Leider ist das wieder eins der Fenster, die sich nicht öffnen lassen. Moderne Kunst? Ich verstehe es nicht. Ehrlich gesagt sieht das fast so ähnlich aus wie eins, das... Dramate. Kindheit. Ich empfinde gar nichts. Glückwunsch. Ich vermisse die Zeit, als Gemälde noch einen Sinn ergaben. Ich mag das Bild, auf dem die Hunde Poker spielen. Finde ich allerdings auch witzig. Okay, vielleicht ist die Tür jetzt in Ordnung, aber wir machen erstmal den Fernseher an. Couch Potato! LOL, das war das Achievement Couch Potato! LOL! Okay, das nächste Achievement heißt Where there's smoke, there is a fire. Okay. Regierung bestreitet jede ernsthafte Bedrohung und dass wir den ganzen Morgen über tödliche Zwischenfälle berichten, ist absoluter Zufall und keinerlei Bezug hierzu. Und wir legen den Teppich auf den Boden. Mein Spaß. Jetzt ist sie aufgeschlossen. Easy. Kriegt man auch Achievements für alles? Nein, man kriegt nicht Achievements für alles. Man kriegt Achievements für das, dass man ein Adventure in einem Adventure alles anklickt und nicht nur der Story folgt. Und ich finde das gut. Denn deswegen haben auch nur 62% das Achievement des Data-Errors vorhin gehabt, weil einfach nicht jeder alles anklickt und sich durchliest, was in einem Adventure die Entwickler einbauen. Und ich finde das sehr gut, dass es für solche Sachen, für verpassbare Sachen, Achievements gibt, damit die Leute auch endlich mal alles anklicken und lesen, was die Leute sich so denken. So, damit ich mal ganz kurz das raushaue. So, Außenfassade. Jetzt haben wir das hier geöffnet. Und was genau bringt uns das?
Wir haben hier... Ah, warte mal. Fenster lässt sich nicht öffnen. Na, dann machen wir es halt mit dem Knüppel kaputt. Ist ja logisch. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Das ist nicht das Rätsel der Lösung. Das Glas ist scharf. Ja, dann halt Teppich, ne? Der Teppich sollte seinen Sinn hier erfüllen. Ich glaube, damit habe ich das Kapitel schon wieder geschafft, oder? Kapitel 4. Der Eingang. Oh, geil. Also mir gefällt das Spiel sehr gut, muss ich sagen. Sehr stimmig. Die Luft vom Ventilator enthält eine leichte Brise von frischem Fleisch und Reinigungsmitteln. Nur Müll. Nein, warte, da liegt auch ein Besen. Den nehmen wir mit. Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich mich in Gedanken bereits darüber gefreut, dass ich meinen alten Besen vertauschen kann, ohne ein Anforderungsformular auszufüllen. Okay. Ich muss arbeitstechnisch wirklich eine andere Richtung einschlagen. Metzgerschaufenster? Das ist eine Metzgerei. Ich weiß zwar, dass die Immobilienpreise in der Stadt am Anschlag sind, aber wer um Himmels Willen würde eine Metzgerei direkt neben einem Krankenhaus eröffnen? Wow. Das ist sehr weird. Wer würde das tun? So, hier ist ein Knopf. Drücken. Hey, es hat die Tür geöffnet. Die Dinge entwickeln sich langsam positiv. Das war ein... Oh, Danger, Biohazard. I've got balls of steel. Hier sind ja Menschen. Kate! Vielen Dank für den 38. Sub in Folge. Mann, es kommt mir so vor, als wäre das erst letztens der 36. gewesen. Die Zeit rennt. Danke, Kate, für den 38. Sub in Folge. Jemand mit einem Sinn für schwarzen Humor. Oder billigen Nachschub. Okay. So, Flasche Terpentin mitnehmen. Eine Flasche Terpentin, ätzend und leicht entzündlich, das könnte noch ganz nützlich sein. Dennoch sollte ich nicht mit der ganzen Flasche abhauen. Der Anstreicher wird das merken und dann die Polizei verständigen. Wie war das mit dem Achievement? Where there's smoke, there is fire. Das hat dann bestimmt irgendwas mit Terpentin zu tun oder so. So, Farbeimer. Das ist ein Eimer Farbe. Macht Sinn. Und du drehst dich einfach weiter, oder? Ja, you're spinning me right round, ne? Weißt du Bescheid. Hier sind tatsächlich scheinbar offensichtlich Menschen. Hier ist aber auch ein Polizist. Haben wir das Krankenhaus schon erreicht? Das ist die richtige Stelle, alles klar. Jetzt muss ich da nur noch reinkommen und hoffentlich den Zeitreisenden finden. Verschlossener Container. Ist verschlossen. Ich wette, ich lasse mich jetzt nicht hier auf ein Gespräch ein, oder? Das ist ein Polizist. Immer wenn er die Stimme hebt, kann ich ein paar Wortfetzen verstehen. Ganz klar, er sucht jemanden. Na, wen der wohl sucht. Nach seinen Klamotten zu urteilen, ist er Anstreicher. Wenn wir die Zeit wechseln, ist hier bestimmt keiner mehr. Ein Hornissennest. Nein, ich gehe nicht näher ran. Ich reagiere allergisch gegen Bienen. Okay, das ist schlecht. Ich bin 1965 beim Fensterputzen eines Apartmentgebäudes vom Dach gefallen. Ich bin auf ein Wespennest getreten und musste mich 35 Minuten an der Dachrinne festhalten, bevor die Feuerwehr auftauchte. In der Klinik haben sie mir dann 137 Stachel entfernt. Ich könnte glücklich sein, noch zu leben, haben sie gesagt. Seitdem bin ich allergisch. Alter, stell dich das mal vor. ...137 Stiche. Krass. Hier ist eine Leiche. Da steckt irgendwas Kleines zwischen den Rippen. Den wird er nicht mehr benötigen. Ich habe einen Zipper gefunden. Ich habe heute schon drei Leichen gesehen. Mein Magen sollte sich langsam daran gewöhnt haben, aber das Einzige, was mich derzeit vom Kotzen abhält, ist die Tatsache, dass es sich alles so unecht anfühlt. Hat er noch was?